Hallo Freunde und willkommen zum gemeinsamen Let's Play Dark Souls. Mit mir. Mit mir. Ja, wer ist denn mir? Hallo David an dieser Stelle. Prepare to Die. Dieser Titel soll wohl Programm sein. Nach einer halben Stunde Installationszeit haben wir es jetzt endlich ans Laufen gekriegt. Und leichter Verzweiflung. Ja, also das ist echt ganz schlimm. Also für die Leute, die sich das Spiel noch kaufen, weil es kommt ja bald auch der zweite Teil raus, und der erste Teil über Steam gekauft wird, ihr braucht noch irgendwie einen Windows Live Account, müsst euch da noch anmelden und hier und da und... Also wenn ihr eine Xbox habt, dann geht's am einfachsten. Ja, ich glaube es auch. Also am besten über Xbox 360 oder sowas kaufen, dann habt ihr da weniger Probleme bei. Okay, wir haben Game Controller dabei. Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Und zocken das damit auch, weil die Maus- und Tastaturversion soll Schrott sein. Ups, die Maus, dann nehme ich mal raus. Okay, Helligkeit anpassen. Ich kann die Helligkeit nicht anpassen. Ah, okay. Ich mache das alles mit Steuerkreuz. Flamme sichtbar und Drache unsichtbar. Ich sehe ihn noch. Jetzt nicht mehr. Doch, wirklich. Ich sehe ihn noch. Ja. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja. Okay, machen wir es so. Wobei, wobei. Kamerageschwindigkeit weiß ich noch nicht. Muss ich, glaube ich, Autozielerfassung finde ich ganz gut. Wandmeidung. Vibration 10. Ich leite mir hier meinen Joystick durch die Gegend. Okay, Musik können wir ein bisschen runter. Stimme dafür ein bisschen rauf. Das ist immer wichtig. Bestenliste, wer will so einen Scheiß? Untertitel ein, das ist gut. Ja, Blut. Ich finde auch Blut muss aus, ne? So für unsere Leute, okay. Die ja, über. Ja, okay, Blut. Die noch unter 16 mild, sind. Mildes Blut. Das ist dann orange. Sieht so ein bisschen halb durchgepinkelt oder so, naja. So. Das hatten wir schon eingestellt. Aber ist ja schön, dass man beim Spielstart nochmal alle Optionen durchgehen muss. Aber ich finde das eigentlich ganz gut für die Leute, die das nicht vorträglich machen, weil sie nicht drüber nachdenken, kann man es hier halt nochmal machen. Ist etwas zu spät. Besonders jetzt auch geil unten links, ne? A, okay, B zurück. Und jetzt haben wir in der Mitte WASDA, Steuerung links. Ich bin gespannt, wie das hier erklärt wird. Oh, Charaktererstellung. David, deine Lieblingsbeschäftigung. Mir ist halt Wurst. Muss erstmal oben Name eingeben, wenn du da auch hinkommst. Ah, das muss ich jetzt natürlich mit der Tastatur machen. So, Name ist gesetzt. Danke. Geschlecht, Neutrum. Gibt's nicht. So eine Liste für männlich und weiblich. Ja, wir machen männlichen Charakter. Gabe. Keine. Ja, wir haben keine Gabe. Elixier des weitesten Pfades, halt jegliche Verletzung. Explodierte beim Aufprall. Tödlicher als Standardbombe. Winziger Rest an Menschlichkeit. An Leichen zu finden. Was? Winziger Rest an Menschlichkeit. Fernglas rückt entferntes. Nee, nein, sag mal nicht. Ohne Wirkung, aber wertvoll. Öffnet alle normalen Schlösser, für die bei eine Grundausrüstung. Das klingt schon mal ganz interessant. Stammesring gewährt kleine Zunahme von Trefferpunkten, wenn ausgerüstet. Und Geschenk an der Urnexe verstärkt Pyromantie. Ich finde den Schlüssel eigentlich ganz interessant. Ja, der Schlüssel ist nicht schlecht. Das, ich weiß nicht, vielleicht heißt es, dass man Leichen plündern kann, ich habe keine Ahnung. Das soll übrigens ein Spiel sein für den Frust. Ich bin gespannt. Nehmen wir Generalschlüssel? Ja. Oder wofür hörst du? Ist mir egal, können wir gerne mal nehmen. Weiß ja natürlich nicht, wie wertvoll so Kisten sind, ne? Gespenst. Ja, keine Ahnung. Kräftig. Ja, so ist doch gut, oder? Kräftige. Kopflastig. Kleinköpfig. Einfach gespenstig. Hoffentlich so ein gespenstisch hier. Okay, mach mal gespenstig. Gesicht. Fünf-Finger-Delta. Ah ja. Schöne Bezeichnungen. Das ist, die sieht ja nett aus. Das Grinsen. Nehmen wir den? Nein. Okay. Der große Sumpf, der ist gut. Der große Sumpf? Sieht aus wie so ein Werwolf. Alles klar. Frisur. Das sieht noch mehr aus wie ein Werwolf. Das hat gerade echt gepasst, ne? Zu dem. Zurückgekämmt. Kann ich den noch drehen? Ach, ich kann ihn noch drehen. Ist ja unglaublich. Eigentlich voll die komische Mund. Ja. Egal. Nimm einfach die Geheimratsecken. Das war direkt, ja? Direkt gepasst. Direkt gepasst, ne? Alles klar. Gold, das sah aus. Oder Silber sah aus wie. Ne, Gold sieht aus wie grau. Ja, ne? Irgendwie schon. Ist noch nicht mal blond. Ist irgendwie ganz komisch. Nee. Ja, bleiben wir bei schwarz? Oder? Ja, schwarz.
Wie kann ich denn jetzt sagen, ich möchte das? Was zur Hölle? Gesichtstyp. Oh lol. Ah, hier stimmt das wieder. Kann ich da jetzt wieder. Du musst das Gesicht wieder umändern, oder? Nee. Ich mach das jetzt gerade mal ein bisschen mit der Maus, das geht ja schneller. Schwarz. Klasse! Ah, hier haben wir noch Klasse. Aber ich sah das Gesicht ganz anders aus. Krieger. Furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit. Niederer Ritter, hohe Vitalität, solide Rüstung. Vagabund. Zielloser Wanderer, führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit. Das gefällt. Dieb. Schuldgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, hat Generalschlüssel. Ja, dann bräuchte man den nicht noch als Gabe, ne? Ja. Wilder Bandit, hohe Stärke, führt schwere Streitaxt. Jäger, bogenführender Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Zauberer, Drachenschule, wirkt Seelenzauber. Pyromant, Feuerzauber, führt eine Handaxt, ist ja witzig. Kleriker, führt eine Keule und wirkt Heilwunder. Bettler, mysteriöser Nackter, nur mit Keule und Holzschildwaffe. Das ist bestimmt so die Hardcore-Version in dem Spiel. Du kannst einfach nix. Wieso nicht so ein Steinmensch? Komm, lass den Bettler nehmen. Das wird immer schwer. Also ja, ich bin für den Vagabund, weil er so beweglich ist. Weil er wahrscheinlich mal viel ausweichen muss. Und der hat so solide Eigenschaftspunkte da, ne? Ja. Ich habe das mal gerade mit dem Dieb verglichen. Aber guck mal, der ist irgendwie Stufe 3, der Dieb Stufe 5. Kann ich das verstehen? Das ist Pyroman Stufe. Ich verstehe mit der Stufe jetzt gerade nicht. Nehmen wir den einfach. Der sieht auch ganz gut aus. So ein kleines Schildchen. Das ändert sich wahrscheinlich ja sowieso. Ja. Ah, jetzt darf ich nämlich auch hier annehmen drücken. Ja. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, scales betrayed his own, and the dragons were no more.
But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. The man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ja, da war ja alles bei, ne? Gollum und der eine Ring. Aber die hat eine coole Stimme, die Frau. Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall interessant. Ja. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Voll die Monsterratte. Das Gesicht, was wir eben ausgesucht haben, sah aber schöner aus. Ja, ne, hab ich mir auch gedacht. Das hat nichts mehr mit unserem Gesicht hier zu tun, oder? Okay. Das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an diesen Comic, den du mir gezeigt hattest, mit dem Jungen hier so im Kerper eingeschaltet. So, hier, kriegst du deine Leiche, jetzt kannst du mal gucken, wie du an Essen kommst. Ah, mit links mach ich hier. Oh. Okay. Erstmal alles kaputt machen. Also, mit links machst du hier irgendwie so ein... Ein Winker und mit rechts machst du hier so einen Angriff. Bin ich mal gespannt. Ah. Kerkerzellenschlüssel. Okay. Ist klar. Was machen die anderen Tasten so? Y machst du hier so weit hier. Aha. Ist wahrscheinlich dann so die Zweihand-Nahkampfstellung. Das ist dann parieren. Aha. Und mit B machst du so einen Ausweichschritt nach hinten. Mit A machst du nix, mit X. Ja. Tust auslachen. Leute, linker Button ist hier so ein Magenschlag hier. Bam! Und bam. Okay. Ja, sehr interessant. Also hier die Button sind hauptsächlich angreifen. Aber das Schwert ist auch nicht schlecht, ne? Wäre so ein. Also abgebrochen. Kaputt, ne? Ja, das kann man vielleicht noch als Zahnstocher verwenden. Ja, wenn das Spiel hier bei uns auf dem Kanal relativ gut ankommt, dann werde ich vielleicht auch mit David zusammen dann den zweiten Teil auch noch spielen. Der kommt ja jetzt auch irgendwann raus, irgendwann Mitte April oder so. Wahrscheinlich nicht direkt am Mitte April, aber als Anschlussspiel. So, rechter Stick ist Kamera, das weiß ich schon. Hier sind die Tipps auf dem Boden gebrandmarkt. Ja. Nachricht lesen. RB ist Angriff. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Ah, kann man direkt mal ausprobieren. Ja. Der wehrt sich aber noch nicht. Ins Bein. 20. Was habe ich? 20 unten rechts? 20? So. Leichenfetzen. 20. RT ist ein schwerer Angriff. Ah, hast du gesehen, dass es aufsummiert? Ja.
Ich habe mich gerade schon gedacht, warum macht der schwere Angriff weniger als der leichte? Aber das wird auch summiert. Linker Stick plus B halten, um zu sprinten. Was macht der nur auf B? Eine Rolle. Okay. Ah, es verbraucht aber Energie. Ausdauer, ne? Ja. Das Grüne halt. Drücke den rechten Stick für Zielfixierung ein aus. Ah. Gott, ist das duster hier. Krass. Da, du wolltest ja den Drachen unsichtbar machen. Ja. Er ist im Auslauf. Okay. Also sie geben auf jeden Fall irgendwas. Ich hoffe, damit kann man auch was anfangen. Es scheint so die Währung oder sowas zu sein. Anders kann ich mir das nicht... Oder Erfahrungspunkte, das kann natürlich auch. Ich sehe hier nichts. Ah, okay. Hier geht's hoch. Ich bin mal gespannt, wie so das Weltfeeling ist. Also ob Erkunden und sowas da viel ausmacht. Oder nicht. Oder ob das stark linear voranschreitet. Ich frage mich auch, wo dieser Lichtschein herkommt. Wir scheinen eine blendende Aura zu haben. Weil eine Fackel haben wir ja nicht in der Hand. Am Leuchtfeuer rasten regeneriert. Okay. Leuchtfeuer? Das soll ein Leuchtfeuer sein? Aha. Boah, ein Erfolg! Ja, es war auch sehr schwer. Am Leuchtfeuer rasten. Okay. Aber ein lustiges Leuchtfeuer. Einfach mal so ein Schwert. Und eine stehende Flamme, oder was? Ja, irgendwie. Sehr mysteriös aus. Ich versuche mal gerade ein bisschen näher ranzukommen. So. Naja. Hier ist irgendwas am Rumtrampeln. Das nervt mich jetzt gerade schon so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Versuchen wir doch mal mit dem Erkunden. Ob sich das lohnt. Gerade jetzt, wo wir beide ja so ein bisschen privat Darksiders 2 gezockt haben, wo man ja fast alles versucht zu erkunden, bin ich mal gespannt, wie es dieses Spiel hier löst. Aber hier war schon mal nichts. Muss man erstmal Erfahrungen sammeln. Ja. Ob das Zeitvertreibung ist oder... Komm, so schwer kann die Tür jetzt auch nicht sein. Was bist du denn für ein Schlappi? Aber sie bleibt offen. Nicht wie bei Steve, ne? So ein kleines Fensterding. Direkt wieder unten. Ich habe irgendwie Angst hier gerade. Da kommt gleich was Großes. Okay, also man braucht für Schläge und alles, was man macht, hier Energie. Ja. Da ist er! Asyldämon. Wie weiche ich aus? Ah, mit B. Okay. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Boah, der hat noch getroffen. Ich weiß nicht, wie soll ich den denn kaputt kriegen? Vielleicht gar nicht. Ja doch, der hat ja eine Lebensanzeige. Ah, der haut von rechts, da musst du... Naja, der haut von rechts, ist gut. In den Popo! Boah, ich habe 2 Schaden gemacht, unglaublich. Wow. Was steht hier eigentlich als Tipp? Nein! Nein! Ich will die Fixierung raus haben. Ja, ich wollte wissen, was da steht. Ihr seid gestorben. Okay, oh, really? geht gut los, ne? Keine 20 Minuten gespielt und schon der erste Tod. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Muss einfach zu und schnell. Ich habe 0. 0 was? Verliert man nicht seine Ausrüstung, wenn man stirbt? Ja, stimmt. Und die ganzen... Was waren das? Seelen oder sowas, ne? Ja. Ja, das scheint es dann zu sein, ja. So, was steht da? Ah, da ist es doch. Schau mal. Ah ja, haha, verloren ist gut zurückerlangen. Und ich glaube, der will einfach nicht, dass du das liest. Ja, ich glaube auch. Ich konnte noch nicht mal gerade wegspringen. Krass. Krass.
Vielleicht musst du mit der Umgebung arbeiten. Ja, habe ich auch schon gedacht, aber was willst du hier machen? Du hast gegen die Säulen schlagen so lassen. Blumentöpfe. Lass mal gegen die Säule schlagen. Ja, dann schlag! Tja. Relativ unbeeindruckt, würde ich jetzt mal sagen. Aber der nimmt die... Die ist weg! Ja, der haut es auseinander. Hängt das Dach da vielleicht dran? Mama! Ihr spinnt doch! Boah, ich konnte es gerade lesen. Ich habe nur nicht mehr rechtzeitig geschafft, A zu drücken. Ja, ich bin gleich schon wieder tot. Ist ja witzig. Ich versuche mich... Ich weiß nicht... Ich wirklich die Säulen ja alle kaputt. Ach, das waren schon mal zwei. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gerade so witzig finde. Ja, aber der, bring das mal, versuch das mal zum Einsturz zu bringen. Ja, ich geb mir Mühe. Hat eine Reichweite. Das waren die Splitter, die dann ja, durch die geflogen sind. Auch. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Seelen da aufsammeln. Okay. Los geht's. Wir wechseln gleich mal. Kannst du das auch mal ausprobieren. Gerade bei solchen Kämpfen, weißt du noch, hier dieser abgesetzte König bei Darksiders, wo wir uns da immer abgewechselt haben? Hast du die alten Sachen eingesammelt? Wo sind die denn? Ach da, lol, wieso liegen die denn hier? Sehr witzig. Ja, der kann springen. Kann mal alles absäbeln. Ich geb mir Mühe. Okay. Hier ist noch eine Säule. Ich hoffe, ich komme hier lebend weg. Oh, jetzt auf die andere Seite. Ich bin schon weg. Okay, komm hier. Ich sagte, wenn das nicht funktioniert. Oh scheiße, jetzt habe ich hier einen vergessen. Oh krass. Oh krass. Lauf, B gedrückt halten, dann sprintet er. Die Musik ist cool. Ja, das waren alle drei. Ich würde mal sagen, Aufgabe erfüllt. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Kannst du ja einfach abhauen vor dem? Ist da keine Tür oder so? Weg hier, lol. Ja, siehst du? Du kannst sie nicht besiegen, habe ich doch gesagt. Von Anfang an. Aber Hauptsache erst versuchen, alles voll kaputt zu machen. Ja. Ist ja nett, wenn das einem gesagt wird, also wenn der Typ vorne gestanden hätte, wäre das ja in Ordnung gewesen, aber ich konnte ihn ja nicht anklicken. Ich raste mal. So. Weg hier. Wie nett. Nimm dein Schild. Ja, wenn man was sehen würde. Ich hab ein Schild, ja. Das liegt da wahrscheinlich irgendwo. Ja. Nicht am Leuchtfeuer oder sowas? Ich meine, das ist wenigstens noch hell. Ah! Ey, du Spasti! Ich hab mein Schild noch nicht! Bleibt der Fall jetzt immer stecken? So, aber hier ist kein Schild. Doch, da ist ein Schild. Nee, ist kein Schild. Nimm dein Schild. Oder vielleicht ist das noch in dem Gang. Aber dann... Da! Ja, dann... Ah, siehst du? Start. Hier, Schild. Benutzen. Kann ich nicht benutzen. Ach, ist schon. Oder was? Sieht nicht danach aus. Ausrüstung auswählen. Aha. Ausrüstung auswählen.
Faust. Wahrscheinlich musst du da draufklicken und dann kannst du das im Inventar auswählen. Okay, nicht B. Aha. Nein. So, Schild. Aha. Okay, sehr gut. Ja, oh, schon kompliziert hier, ey. Okay. Waffensymbol, Ausrüstung wechseln. Aber irgendwie hast du es immer noch nicht in der Hand. Nee, irgendwie nicht. Ah, okay, ich weiß warum. Und zwar muss ich... Das ist eine andere Hand tun. Genau. Im Prinzip sind das zwei Waffensets. Die man anlegen kann. Du bist immer noch nicht da. Jetzt. So. Aha, okay, ich verstehe. Kannst du es irgendwie blocken? Ja. Und wie? Mit LB. Krummsäbel. Ah, hast du wenigstens so eine vernünftige Waffe und nicht so einen Zahnstocher. Ich guck trotzdem nochmal hier gerade den Gang durch. Okay. Ich würde direkt das andere Ding auswählen. Ja. Boah, ist aber ein bisschen umständlich hier mit dem Einstellen. So. Krummsäbel hat 80 Schaden oder was? Doch. Sieht so aus. Irgendwas oder? Weniger. Vielleicht Gewicht. Ah, warte, wir können hier rechts, können wir. Mal Belastung. Ist nur 1,5 ist Belastung. Ja. Und die 160. Spielen hier keine Rolle. Vielleicht der Wert? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte das Ding mehr wert sein? Ich vielleicht mal einen weiterschalten. Ah! Ah! Boah, da kommt der Pisser da schon wieder. So ein Pfeil im Rücken. Arschloch. Ich war ja auch hier gerade am Gegenstand umschalten. Merkwürdig. Naja, okay. Vielleicht kannst du so Halttrink oder sowas noch reinlegen. Gut sowas. Möglich, ja. Wir waren jetzt hier gerade am gucken, wie wir erkennen können, was das ist. So, Moment. Hier ändert sich ja nichts. Hier haben wir ja schon geguckt. Okay, mehr hat man aber nicht. Abwarten. Anzeige umschalten. Hä? Robustheit. Ha. Weißt du, die noch kaputt? Ja. Nein! Kann ich den wieder aufheben, bitte? Hast du jetzt weggeschmissen oder was? Ich hab keine Ahnung. Die Steuerung ist gerade mega, mega hakelig noch. Ah, okay, nee, ich habe ihn nicht weggeschmissen, sondern nur abgelegt. Ich wollte hier eigentlich rein und mal gucken. Ja, okay. Aber das Schild hat noch keine Robustheit verloren. Das wollte ich nämlich gerade nachgucken. Ob das Schild schon Robustheit verloren hat, weil ich jetzt schon ein paar Pfeile geblockt habe, weißt du?